sogar einfach mit dem Auto. Steht auch einfach noch hier mitten auf dem Hof, komplett zugewachsen. Ich weiß gar nicht, das ist eine ganz, ganz frische Location hier. Ganz, ganz frisch verlassen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal einen Zugang suchen in dieses Haus. Von außen sieht es schon mal sehr, sehr runtergerockt aus. Da oben sogar die Scheiben fehlen schon. Aber erstmal weiterschauen hier und durch die Botanik. Wieder ein absoluter geheimer Mission hier. Was uns erwartet. Ja, wir haben einen Zeitungsartikel gefunden, dazu aber später mehr. Und wir werden uns das Haus jetzt hier angucken, denn ich habe die Adresse rausgefunden. Echt abgefahren, ganz wilde Story hier. Wirklich das erste Mal, ich will nicht rumspinnen, aber das erste Mal auf diesem Kanal, wirklich ein Leichenhaus. Und wir werden jetzt schauen, ey. Es soll eine absolute Messi-Bude sein hier. Das stand in dem Artikel, aber jetzt machen wir uns erstmal rein. Wir sind anscheinend jetzt auch direkt im Keller gelandet hier. Und das ist absolut abgefahren. Das ist ein reines Miele-Ersatzteillager hier. Also wirklich Millionenwerte, die ich immer so schön sage, zurückgelassen. Also wirklich hier, das ist komplett teilweise auch noch verpackt und alles. Hier steht auch überall drauf immer Originalteil, Originalteil. Miele, das ist doch Waschmaschine, oder nicht? Ja, ne? Irgendwie hier Waschmaschinen gebastelt oder sowas. Echt? Guck mal, auch da hinten die Schrauben und so alles. Komplett einsortiert. Ein Messi-Haushalt pur. Unglaublich. Hier geht es jetzt auch komplett einmal rum. Ey, zieht euch das rein hier. Sämtliche Regale voll mit Ersatzteilen und sowas. Ich bin echt gespannt jetzt hier. Wenn uns sowas hier schon erwartet, ne, bin ich echt gespannt, was uns jetzt in diesem Haus erwartet. Ist das ein altes Radio, was mich da anlächelt? Sieht so aus, ne? Oh ja, guck mal. Ein richtig altes Radio. Hab ich doch in der letzten Ecke hier noch gesehen. Galaxy Mesa 2200. Für die Kenner wieder unter euch. Sehr geil aus. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder der erste Verdacht hier. Hier steht noch eine Miele Waschmaschine rum. Es ist echt abgefahren. Einziges pures Warenlager hier. Wer weiß, was du für die Ersatzteile bezahlen müsstest, ne? Auf eBay oder im Internet und Co. Hier. Ein komplettes Lager voll mit Miele-Teilen. Echt. Na gut, weiter erkunden hier. Treppe hoch und dann mal schauen, was uns jetzt im Rest der Wohnung noch erwartet. So viel Müll hier. Extrem viel Müll. Das ist, glaube ich, der größte Messi Lost Place, den ich je gesehen habe. Ohne Spaß. Hier vorne sieht es aus, als wenn es jetzt ins Wohnzimmer oder ähnliches gehen würde. Guckt euch das mal an. Müllberge. Bis zum geht nicht mehr. Aber ein Haufen privater Kram. Steht hier noch rum, alter Fernseher, auch alles. Gut, hier haben sie schon die Uhr sogar geklaut. Aber sonst echt tipptopp, wenn man jetzt nicht so auf den Boden guckt. Okay, Leute, hier sieht's. Alter, hier sieht's aber noch geil aus. Hier in der Ecke ist jetzt auch noch eine richtige CD- und Schallplattensammlung im Wohnzimmer. Sieht auch mega nice aus, ey. Wer weiß, ob da schon wieder irgendwas Hochwertiges dabei ist. Ey, hier sind sogar ein Haufen privater Bilder noch in den Schränken. Ein Haufen Bücher. Wir müssen ein bisschen gucken wegen den Bauern da drüben. Ey, das ist ein bisschen, ist nicht ohne. Aber guckt euch das mal bitte an hier. Hier ist sogar noch alles komplett drin. Also die würde sogar noch gongen, definitiv. Hier unten steht sogar noch ein privates Bild. Das sieht aus, als wenn er das mit seiner Frau gewesen wäre. Und ansonsten, ja, Fernseher. Aber wie gesagt, komplett zugemüllt. Der ganze Lost Place ist zugemüllt und da vorne sehe ich gerade den Trecker. Deswegen muss ich mich echt ein bisschen ducken hier. Aber damit erstmal einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Abenteuer hier auf diesem Kanal. Es ist echt unfassbar, was wir hier schon wieder am Straßenrand finden. Das Ding ist, wir haben sogar... Oh, jetzt sehe ich, hier läuft sogar Strom. Guck mal, der Receiver ist an. Seht ihr das? Der Receiver ist an. Das heißt, in der Bude läuft sogar noch Strom. Ich glaube auch nicht mal, dass hier großartig kaputt gemacht wurde. Ich glaube wirklich, dass das schon zu Lebzeiten war hier. Und was ich meine mit Lebzeiten, ich kann euch da gerne nochmal hier den Zeitungsartikel kurz einblenden. Es ist echt wirklich vorher ein bisschen was im Vorfeld schon rausgefunden. Also hier hat wirklich Messi zuletzt gelebt und den haben sie aus dieser Bude hier rausgetragen am Ende, ne? Es ist echt unfassbar. Stellt mal vor, ihr lebt hier so und legt hier, ich weiß nicht, wo er am Ende gelegen hat, aber er ist auf jeden Fall tot. Aber zu... Oh, jetzt, was war das? Alter. Ein fetter Kronleuchter. Jetzt hat mir aber über den Kopf zerstoßen. Aber sonst. Echt.
Ey, der schlimmste Messi-Bude, die ich hier gesehen habe. Anscheinend bin ich auch gerade. Eigentlich war ich noch in Begleitung, aber irgendwie höre ich die nicht mehr, sehe die nicht mehr. Gar nichts mehr. Keine Ahnung, wo die sind. Hier scheint es doch zu so einer Art Balkon zu gehen. Aber bevor wir da gleich hingehen, einmal noch mal ganz kurz hier von der Seite noch mal den Überblick. Hier stehen auch einfach vereinzelt so Sessel und sowas rum. Ja, es ist halt so typisch Messi, ne? Einfach wirklich alles aufgehoben. Wirklich alles. Nix weggeschmissen, gar nichts. Sind sogar irgendwie private Zettel. Ah, nee. Hier, Aprikosen-Creme. Was war das? Was war das denn für ein Geräusch? Keine Ahnung. War ein ganz komisches Geräusch, wie so eine Sirene, ey. Ich sehe gerade, da hinten geht es auch in die Küche. Aber jetzt, na, erstmal wie versprochen, schauen wir uns das hier mal an. Hier geht es anscheinend zu so einer Art Balkon, würde ich mal sagen. Hier stehen auch noch Fernseher und sowas rum. Der Receiver läuft hier auch noch komplett. Also hier geht wirklich überall noch Strom. Ja, ich schätze mal fast, dass das wie so eine kleine Arbeitsecke hier war, ne? Hier, Miele-Rechnung, Rechnung Kundendienst. Vielleicht war derjenige sogar selbstständig hier. Irgendwie ein bisschen was gemacht. Hier hat er anscheinend sogar Bilder, sehe ich gerade, vom Umbau hier. Es ist echt abgefahren. Einfach hier echt viele private Sachen, die hier noch vereinzelt rumliegen. Aber ja, das sieht für mich einfach aus wie so eine kleine Büroecke. Ich schätze mal wirklich, dass der selbstständig war. Jetzt schauen wir nochmal weiter hier. So, hier unten ist ein Balkon, wo es nicht mal mehr ein Geländer gibt. Und hier in der letzten Ecke, ich schätze mal, das war das Schlafzimmer, ne? Ja. Jürgen? Hieß er? Jürgen. Ich glaube nicht, dass Jürgen so alt geworden ist, ey. Irgendwelche Urlaubsgrüße an Jürgen hier. Ach, ihr habt hier sogar Licht angemacht, ne? Ich habe eben schon rausgefunden, dass hier safe Strom geht. Hey, guck mal, das ist so dunkelgrün alles, aber es passt auch immer zusammen. Mhm. Mit der Tapete feiere ich irgendwie. Willst du jetzt sagen, das ist der ordentlichste Raum hier in dem Haus? Die Möbel finde ich schön. Ja, das wird hier wirklich sein Schlafzimmer, schätze ich mal, gewesen sein, ne? Ich schätze mal fast, dass er wirklich am Ende auch hier alleine gelebt hat. Nicht mehr mit Frau, auch wenn wir auf dem einen Bild eine Frau gesehen hatten, aber das könnte vielleicht auch seine Schwester oder sowas sein. Die sahen jetzt nicht so verliebt aus und sie sah ein bisschen jünger aus. Aber hier wirklich der komplette Kleiderschrank hier noch eingerichtet. Sogar noch mit solchen Schubfächern hier, mit irgendwelchen Hemden und sowas, aber richtig schön gefaltet. Eigentlich ziemlich komisch, ne? Für Messi hat er sich doch ganz schön Mühe gegeben bei seinen Klamotten. Auch da in der Ecke liegen ganz viele Frauenklamotten. Ja? Die Ketten und so noch. Ja, stimmt. Das sieht dann doch ein bisschen weiblich aus. Kann man hier sehen, was Flora eben angesprochen hatte. Hier hängen ja auch noch irgendwelche Perlenketten und sowas. Hier ist auch schon wieder was von Miele. Hier auch noch mal so ein Miele-Karton. Ganz komisch hier. Wirklich, aber die größte Messi-Bude, die ich hier gesehen habe. Jetzt erkunden wir noch mal weiter hier. Da hinten war ja auch noch eine Küche, die schauen wir uns gleich noch mal an. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil da sowas auf Balkon geflattert hat. Hilfe, ey. Ja, nur wie gesagt, da hinten war jetzt noch eine Küche. Die schauen wir uns jetzt definitiv gleich noch mal an. Aber bis jetzt echt zu wilde Bude wieder. Aber schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Wir können da gerne wieder ein bisschen diskutieren, was ihr von dieser Bude haltet. Absurd. So, hier hinten ging es jetzt zur Küche. Ich schätze mal, hier ist sogar noch ein Badezimmer. Ach, guck mal an, hier ist sogar so eine französische Toilette. Seht ihr das? Auch interessant, ne? Und ansonsten ja, ein Klo, zwei Waschbecken, wo sogar, ja, Geschirr, ey. Hier hat er wahrscheinlich noch seine Kaffeetasse reingestellt am Ende. Ganz komisch hier, wirklich. Aber die Spiegel und so alles komplett heile noch. Also ein wirklich unberührter Ort. Das wird zu Lebzeiten schon so ausgesehen haben. Das ist einfach viel zu wild. Hier geht auch Strom. Hier geht auch überall Strom. Wie gesagt, das ist auch noch gar nicht so lange her hier. Das ist ganz, ganz frisch verlassen hier. Meinst du, das sind so ein Koffer für Vertreter? Ah ja. Der hat Lampen verkauft oder was? Hä? Richtig so dimmer und so?
Aber das könnten auch andere Überwächser sein. Das ist zum Sägen. Jetzt arbeiten die wieder. Jetzt sägen die wieder. Jetzt können wir machen. Jetzt sind die beschäftigt. Wenn er das Schneiden hört, ja, dann sind die beschäftigt. Aber dann ist doch keiner hier drin, oder was? Dann waren das die Bauern. Das waren die Bauern, ja. Gut, ey, aber das war trotzdem gerade ein kleiner Schreckensmoment hier wieder. Alter, na gut, hätten jetzt auch andere Urbexer sein können, ne? Aber man weiß ja nie, wer Verrücktes hier rumrennt. So, ich wollte gerade in die Küche, als das hier kam. Aber hier vorne, ja, ich schätze mal, hier wird auch überall Strom gehen, aber ich sehe hier gerade gar kein Licht. Hier die Küche wirklich auch noch komplett eingerichtet, das Ding. Ja, ist halt nur zugemüllt, aber ich kann es immer wieder sagen, es ist halt wirklich eine absolute Messibude. Hier jetzt auch nochmal Backofen hier, guck, der läuft auch einfach noch. Beleuchtung kannst du anmachen, kannst hier hochheizen. Ja, und die Mikrowelle geht auch noch. Und hier hinten, wo geht's hier jetzt hin? Ich duck mich mal wegen dem Bauern, aber hier wird so der Esszimmertisch gewesen sein, einfach. Und dann ging's hier rum. Da ist ja auch der Fernseher da hinten zu sehen. Ging's da rum zum Wohnzimmer. Ich sehe gerade da hinten in der letzten Ecke, sieht man ganz schlecht auf der Kamera, aber da ist noch ein Weinregal. Wir können da leider nicht so hin zu dem Schnaps- und Weinregal, weil der Bauer ist da und der macht da irgendwas. Wir hatten am Anfang schon Schiss, dass die wirklich dazugehören, ne? Echt abgefahren. Na gut. Werden wir jetzt nochmal weiter erkunden. Es gab ja noch einen anderen Anbau. Aber der sah auch größtenteils zugemüllt aus. Das schauen wir jetzt auch noch mal. Wie gesagt, von da unten kamen wir ja jetzt hoch, ne? Und hier war jetzt noch eine Treppe nach oben, die hier auch noch mal so hoch führt. Und da weiß ich nicht, ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Schauen wir jetzt auch noch mal ganz kurz. Aber hier ist anscheinend auch noch ein Badezimmer. Ah, hier führt anscheinend auch noch eine Treppe nach unten. Vielleicht kommen wir da sogar wieder runter. Könnte auch gut möglich sein. Ja, das sieht aus, als wenn da hinten noch ein Wohnzimmer oder ähnliches ist. Ach du Gott, guckt euch das an hier. So zugemüllt und da steht ein Auto. Ey, ich muss mich ducken, ne? Aber hier hinten, Leute, ist auch noch mal ein richtig kleines Büro. Ich hoffe, ihr hört die ganze Zeit, ne? Die zerschreddern irgendwas. Ja, Licht brauche ich nicht anmachen. Wird hundertprozentig funktionieren. Echt abgefahren hier. Fragt mich nur ganze Zeit wirklich echt, wo die den hier rausgetragen haben, ne? Weil bis jetzt gerochen oder sowas habe ich nichts. Also es riecht nicht nach Verwesung oder sonst was. Ich habe noch keine Maden, Leichenflecken oder sonst was gesehen. Also das kann ja wirklich überall hier gewesen sein. Oh, hier hängen jetzt auch nochmal einen Haufen Klamotten und der Balkon sieht auch richtig geil aus. Den zeige ich euch aber gleich. Ist jetzt auch nochmal ein kleiner Raum, wo nochmal so ein paar Klamotten hängen. Die sehen auch schon, ja, ein paar Lederjacken und sowas. Ja, da sind auch noch mal ein paar Lederjacken. Und hier irgendwelche kunterbunten. Das sind hier so richtig so 80er-Jahres-Style-Klamotten ein bisschen, ne? Aber der Balkon, der hat sich eigentlich gerade gelohnt, fand ich. Der sieht eigentlich richtig geil aus. Guckt euch den mal an, wie die Natur sich hier alles zurückholt. Seht ihr das? Alter, das ist schon wie ein Bild der Götter. Feier ich richtig. Sieht wirklich mega geil aus. Ich wette, du kriegst die Tür wahrscheinlich nicht mal mehr auf, ohne hier irgendwas kaputt zu machen. Wir lassen das auch so. Deswegen, ich zeige euch das jetzt einfach nur hier so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich feiere das. Der hat doch allgemein hier echt viele Rechnungen, ne? Also der wird selbstständig gewesen sein, ne? Ja. Es ist echt. Belege und Steuern 2003. Das ist das erste Datum, was ich finde hier. Hat es wahrscheinlich nicht mehr geklappt mit der Selbstständigkeit oder sowas. Und dann echt alles zugemüllt hier, ne? Traurig wieder. Tagebuch der Lust. Was? Tagebuch der Lust? Und Phantom der Lust. Pornos, ne? Intimo. Intimo? Ja, ja. Vielleicht sind der Rest hier auch Pornos. Auch schon wieder ein kleiner Perverser gewesen. Aber hier kommt schon echt gut der Schimmel durch, ne? Hier. Aber wahrscheinlich auch schon einfach zu Lebzeiten gewesen, ne? Komplett runtergerockt. Was ist hier? Hier sind noch irgendwelche Motorräder. Aha, Motorräder gesammelt hier. Das sieht aus wie ein Kinderzimmer. Hä? Oder mal eine kleine Küche oder sowas gewesen. Einfach so hinter einem Vorhang hier. Ja, ich schätze mal, vielleicht doch mal eine Küche gewesen. Auch viel hier rumgeschraubt, ne? Der hat so viel Technik hier rumstehen, was alles Schrott ist. Da hinten steht auch noch eine Waschmaschine oder sowas in der letzten Ecke. Echt weird. Na gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt
anscheinend hier auch runter. Deswegen werden wir da jetzt runtergehen. Aber, meine Freunde, ansonsten würde ich mich jetzt erstmal bei euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Abenteuer hat euch gefallen. Echt bewegende Geschichte eigentlich hier. Wir konnten jetzt nicht rausfinden, wo sie ihn hier rausgetragen haben. Müffeln tut's. Na gut, Messihaus müffelt halt. Aber sonst nichts wirklich gesehen, gerochen. Wir wollen auch wie immer nicht rumspinnen. Falls ihr ein ähnliches Haus sehen möchtet, schaut mal in dieses Video rein. Dort haben wir auch eine absolute Messi-Hütte genau unter die Lupe genommen. Und ansonsten wünsche ich euch ein richtig schönes Wochenende. Behaltet den Kopf frei. Ciao.